So, einen wunderschönen guten Morgen, jetzt hier am 11. November. Ihr seht, das Wetter ist gerade nicht besonders einladend, aber manchmal gibt es ja auch Dinge, die man erledigen muss. Also, was soll ich euch sagen dann? Ich habe mir für heute ein paar Sachen vorgenommen, die ich erledigen möchte. Und man soll es nicht meinen, es kommt manchmal anders, als man denkt. Aber was das genau ist, schaut ihr euch am besten gleich selber an. Okay, wir haben zwei Teile draus gemacht. Und dann jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Teil 1 und auch später dann beim Teil 2. Wenn euch das auch jetzt wieder alles gefällt, was man hier so macht, dann freue ich mich natürlich wieder über ein Like, über ein Abo und die Glocke nicht vergessen, damit ihr solche Videos nicht verpasst. Okay, dann wünsche ich euch allen jetzt einen wunderschönen Tag und los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mal wieder mit, wo ich ein paar Sachen erledigen muss. Und zwar geht's jetzt erstmal zum Krankenhaus, einen neuen Termin holen, und zwar in der Onkologie. Ich war ja Anfang Oktober in Kaposvár, da wurde bei mir eine Mammographie gemacht. Ja, man darf sich nicht wundern. Ich habe mal nachgeguckt und zwar waren so komische Symptome da, wo ich zum Arzt gegangen bin, habe gesagt, untersuchen lassen bitte, und die haben mich dann zur Mammographie geschickt. Dann. Also ich habe mal nachgeschaut, dann, also es ist bei Männern kann es also auch vorkommen, dass die Brustkrebs bekommen. So. Die haben das also untersucht, also die typischen Zeichen waren nicht da, aber vorsichtshalber ist es geröntgt worden. Na gut, jetzt fahre ich halt hin, weil die mir sagten, es dauert ungefähr so 4 bis 5 Wochen, bis das Ergebnis dann von Kaposvár hier in Marzali ist. Warum das so lange dauert, keine Ahnung. Aber muss ja einen Grund haben. Na gut, dann werde ich jetzt zum Krankenhaus fahren, werde dort zur Anmeldung gehen und mir dann einen neuen Termin holen für die Onkologie. Reinnehmen werde ich euch nicht können, also im Krankenhaus direkt selber innen drin filmen. Ich glaube, das kommt nicht so gut an dann. Aber ich werde dort den Ton mitschneiden. Mal gucken, wenn das funktioniert, kann ich euch den Ton bei der Anmeldung dann mit ja veröffentlichen dann. So, ja, schauen wir mal. Eieiei, okay. Neue Baustellen hier. Oh nein, ich sehe schon wieder, die Dashcam hat sich schon wieder von alleine abgeschaltet. Aber na gut, ist ja nicht schlimm. Ich bin jetzt jedenfalls schon, ist ja nicht weit weg von uns zu Hause, das Krankenhaus, und bin jetzt schon dort. Gucken wir mal, dass wir auf die Schnelle noch einen Parkplatz kriegen. Das sieht meistens immer bescheiden aus hier. Eieiei. Na gut, ich melde mich auf alle Fälle dann, wenn ich zurück bin, für den nächsten Termin. Bis später. Jana Bot. Ui Idepon Kerem. Onkologie, Termin. Igen. Mona. Okay. Jo. Ora. Ja.
Nicht wenn Delutan Gästetermin. Super. Perfekt, kannst du beim Seppen. Diesen Kette, ja, okay. Kannst du beim Seppen. Bis lad. So, wie ihr es ja mitbekommen habt, das mit dem Termin holen, das ging also relativ schnell, problemlos. Ich weiß, diese ältere Frau, die dort sitzt, ist eigentlich auch immer sehr nett und hilfsbereit. Und man versucht ihr alles auch schon so gut wie möglich in der Landessprache in Ungarisch. Es ist nun mal halt schwer, aber wenn man nicht übt und es probiert, kann es ja nicht besser werden. So, jetzt geht's zur Post. Jetzt klappt das auch endlich mit dem Aufnehmen mit der Dashcam. Dann kann ich das nämlich parallel mit einspielen. So, nochmal ein ganz schöner Verkehr heute Morgen hier. So, da. Ich glaube, dass ich mir noch den Ton mit aufzeichnen, aber es macht ja nichts. So, ihr seht also, das Wetter heute ist auch, ja, eigentlich müsste man sagen, das ist Sofa-Wetter. Und sag doch mal, wo man den Hund nicht vor die Tür jagt. Ich habe das heute Morgen gesehen mit unseren drei, also unsere Lütte. Eieieiei. Hat sich verdreht. Na, schau an. Na gut. Während dem Fahren soll man das ja nicht machen. Ich korrigiere es und schiebe es beiseite wieder. Gut. Jetzt wieder drauf zurückzukommen. Heute Morgen mit den Hunden ja draußen gewesen. Und die Lütte sowieso immer, die macht ihr Geschäft und zack, rennt rein und will wieder ins Haus rein. Na komm, auf geht's, hopp. Mittlerweile die Große genauso. Macht ihr Geschäft, mir ist kalt, ich will rein. Außer unsere griechische Terroristin, unsere Pudeldame. Die lässt sich Zeit. Die hat da kein Problem mit. Die geht hier mal schnüffeln, da mal schnüffeln. Dann irgendwann sagt sie, okay, jetzt kann ich reinkommen. So, Della. Sachen gibt's. Schauen wir mal, parkplatzmäßig. Ich glaube, wir fahren besser hier rein, gucken. Genau, zweimal Behindertenparkplatz. Okay. Ich denke mal, für den Brief abgeben können wir uns noch hier mit hinquetschen. Okay. Gut. So, das heißt, ich gehe jetzt in die Post rein, lasse den Ton wieder mitlaufen. Und bis gleich. Ja, der Port gewahr noch. Okay, normal. Legiposter? Aha. Achso, mal probieren wir mal. Was ist die richtige Nummer zum Ziehen, wenn ich einen Brief abgeben möchte? Kette. Kette? Mhm. Ah, okay. Kette, Igen? Ah, okay, Kassen im Seben. Pochana. Nein Problem. Okay. Okay, Kassen im Seben.
hat ja wohl Tunnelprobleme. Ja, kein Problem. Okay. Okay, kannst du nehmen Sie eben. Ist dann der Wasser. So, die Post haben wir erledigt. Im Ton hat es ja auch schon gesagt. Die junge Frau war wirklich richtig nett gewesen und hat mir genau die Nummern gesagt, die ich das nächste Mal drücken muss an dem Nummernautomaten für eine Post, für einen Brief abzugeben. So, und zwar sollte der, damit es also schneller geht hier in Ungarn, also normaler Brief kann schon mal ein paar Tage länger dauern. Und am schnellsten geht es halt, wenn man es tatsächlich per Luftpost macht. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Kostet zwar etwas mehr, das sind 1160 Forint, ich sag mal, das sind 3 Euro. Und dafür weiß ich aber, dass spätestens in 2 Tagen der Brief in Deutschland ist, wo er hin soll. So, und jetzt geht's nach Balaton Maria Fürde zum Hausarzt. Meine Hausärztin hier in Marzali, die ist in den Ruhestand gegangen und habe jetzt aber, ich könnte zwar zu einem weiteren Hausarzt hier in Marzali gehen, habe mich aber für den in Maria Fürde entschieden, einmal auf Empfehlung und zweitens, weil er auch etwas Deutsch spricht. Das Problem ist ja, je nachdem, was man hat für die speziellen Sachen, ich sag mal so gerade wie bei mir, was Kardiologie betrifft, da hört es auch bei mir auf mit Ungarisch. Und bevor man irgendwie dem Arzt was nicht verständlich machen kann und er einen deswegen dann nicht behandeln kann oder aus Versehen dann aufgrund, ja, weil er mich nicht verstanden hat, ein falsches Medikament ausschreibt. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Man ist nur halt dann an dem Hausarzt gebunden. Man kann also nicht heute mal den Hausarzt nehmen, morgen mal den Hausarzt. Ich muss halt dann jedes Mal halt die paar Kilometer nach Maria Fürde hinfahren und mir dann, je nachdem was ist, halt auch eine Überweisung holen. Aber das ist nicht das Problem. Mittlerweile, so oft brauche ich nicht zum Arzt, alle 3 Monate gehe ich, oder 2-3 Monate gehe ich hin, hole mir die Rezepte ab, was ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren hier in Ungarn richtig vereinfacht worden ist. In Deutschland fängt es ja erst an, oder hat erst angefangen, und zwar alles elektronisch. Das heißt also, der Hausarzt gibt in der Software die Medikamente ein, ich gehe in die Apotheke, legt meine Krankenkassenkarte, also die Toy-Card ja vor, und die sehen dann gleich, was der Hausarzt mir verschrieben hat. Der Vorteil hier ist auch, also ich persönlich empfinde das als Vorteil, dass die Ärzte, die dort mit angeschlossen sind, die können sich sämtliche Befunde von Untersuchungen anschauen. Das heißt also, ich war jetzt Anfang Oktober in Kaposchwar gewesen. Dort bin ich ja geröntgt worden und ich brauche also keine Bilder oder sonst irgendwas mitnehmen. Nein, das wird im System hinterlegt und dann jetzt da die Onkologin hier in Marzali im Krankenhaus kann sich diese Bilder anschauen und mir dann sagen, was ja bei mir los ist. Das mal so richtig mit einer sind ja der Meinung dann, es wird viel zu viel erfasst oder zentralisiert,
Aber ich denke mal, was gerade auch im Gesundheitswesen ist. Also, wenn ich mir vorstelle, ich fahre jetzt irgendwo, habe einen Unfall, der Arzt will wissen, was mit mir los ist. Die sind also hier mittlerweile auch so modern, dann kann der mit dem Handy in die App gehen oder in diese Datenbank und kann sich meine Ergebnisse anschauen. Ja, es kann ja sein, dass ich, was weiß ich, bewusstlos bin oder sowas dann und bin nicht ansprechbar, um halt dann keine Fehlbehandlung zu machen, kann er sich das dann vor Ort anschauen dann. Also ich denke mal, die Vorteile überwiegen dort gegenüber den Nachteilen, wo die meisten dann vermuten, dann, ja, wenn alles zentralisiert ist, ja, dann, und das gekrackt wird oder was weiß ich, gehackt wird, dass dann andere da mit in das System reingehen, gucken, was mit dir los ist. Mittlerweile ist der Mensch, glaube ich, sowas von gläsern, allein schon durch die Handys, ja, was da so alles in der Luft rumschwirrt an Daten und Informationen, was andere auffangen können und abfangen können dann. Also sollten sie doch ruhig wissen, dass ich, was weiß ich, von mir aus Herzmedikamente nehmen muss. Ist mir scheißegal. Hauptsache, mir geht's gut, was andere draus machen, dann, ja gut. Was soll's? Jedenfalls haben wir jetzt so das richtig typische Herbstwetter. Ziemlich lange, ja, Nebeldecke, bevor sie sich verzieht. Aber das ist nun mal so. Aber wenn man jetzt, ihr seht es ja an der Dashcam, wie lange jetzt noch die Bäume viele grüne Blätter haben. Wir haben jetzt den 11. November, ja, und es ist noch relativ alles viel grün. Die fotografieren ein. Damit können sie alles dann gleich dann überprüfen, auch, ob du die Steuern bezahlst, wenn sie das Kennzeichen überprüfen und halt auch die, ja, wenn du die Geschwindigkeit überschreitest. Die Information, die ich habe, lege ich allerdings nicht die Hand für ins Feuer, dass diese Blitzer hier in Ungarn großzügiger eingestellt sind. Denen geht es also nicht um die kleinen Geschwindigkeitsüberschreitungen, denen geht es also um die höheren Geschwindigkeiten. Ich glaube, die blitzen erst ab 12 oder 13 km/h, wenn man drüber ist.
zittern, sind das die guten ungarischen Straßen, die das dann verursachen. Kreuzung hier geradeaus weiterfahren würde, dann ist das knapp noch, schaut mal, vielleicht doch einen Kilometer, dann wäre ich schon am Balaton. Ihr seht also, wir wohnen gar nicht so weit weg vom Balaton, das sind mal gerade 13 Kilometer, also innerhalb, sag mal, 15 Minuten ist man da. Jedenfalls da. Geht zum Arzt schnell rein, kann ich euch nicht mit reinnehmen. Werde mir meinen Zettel schnappen und meine Medikamente holen. Bis gleich. Oder hat sich freigenommen? Ich drücke am 13. und am 15. auf Bestellung. Das bringt mir nur Rezepte. Aber das nützt mir nichts. Weil ein Medikament ist am Ende. Also werden wir zu seinem Vertretungsarzt fahren. Und ihm darum bitten, höflich darum bitten, dass er mir das Medikament aufschreibt. Stand zwar jetzt nichts da von Vertretung. Ach ja, sehr gut. Aber schauen wir mal. Tja, so kann es auch gehen. Und gut, dass es jetzt nicht so weit weg ist. Entschuldigung.
Oh, das war ein Schlag. Okay, ich muss das Video mal kurz unterbrechen, weil ich im Handy nachschauen muss, wo der Arzt ist. Auf geht's. Otto Busch. So, schließt um 12. Ah. Okay. Nach 400 Metern rechts abbiegen. Orange. Beate Maria Führer.